Oh mein Gott, was ist das? Ruf die Ghostbusters! Call Ghostbusters! Also stelle ich euch heute natürlich die limitierte Steelbook-Edition von Ghostbusters vor. Die gab es zu kaufen bei Saturn oder Mediamarkt. Normal kamen die 17,99 €. Ich habe sie für 16,99 € in Dortmund beim Saturn geholt. Ja, also ich habe gedacht, ich kaufe mir die mal, weil sie sieht echt sehr schick aus. Hier vorne ist ein Magnet drauf, ein ganz großer Magnet. Und ich kann dazu sagen, ich habe diesen Film nicht im Kino geguckt, weil ich war erst skeptisch gewesen, ob der überhaupt was wird. Und meine Frau wollte da unbedingt immer rein und wir haben es leider vom halben Jahr nicht geschafft, ins Kino zu gehen. Aber ich habe ihn mir jetzt reingezogen und ich muss sagen, ich war echt positiv überrascht. Man muss daran vorangehen, das ist einfach eine Neuverfilmung, ein Remake, kann man fast sagen. Und ich dachte erst, das wären wirklich mehr Flachwitze gewesen, was die Frauen da reißen. Aber im Ganzen kann ich sagen, klar, ich bin auch Liebhaber von den alten Filmen. Aber guckt euch den an, macht euch eine eigene Bildung. Ich fand ihn ganz gut. Ich würde ihn 7 von 10 Punkten geben. Auf jeden Fall richtig geiles Holzman. Als, ne? Müsst ihr euch angucken. So, kommen wir mal zum Steelbook. Wie gesagt, da ist ein Magnet drauf. Hier kann man abmachen. Und dann seht ihr hier das Ghostbusters-Zeichen. Ist halt nicht geprägt, ist ganz normal schlicht einfach hergestellt worden. Und dann öffnen wir die mal hier. Ich habe die natürlich schon geöffnet, weil ich den Film ja schon gesehen habe. So. Hinten sind nochmal hier diese ganzen Angaben. Halt, Ghostbusters kennt endlich mit Regisseur Paul Frakes origineller und urkomischer Interpretation der klassischen übernatürlichen Komödie zurück. Angeführt von den frechsten Geistern der heutigen Comedy, Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon. Wobei, da muss man sagen, das war Kate McKinnon ist normalerweise ein, ja, die macht nur Comedy-Shows und die hat es einfach gut gemacht als Holzman. Und Leslie Jones und natürlich als Dummy in diesem Film Chris Hemsworth. Sie tun sich zusammen, um Manhattan vor einer plötzlichen Invasion von Geistern, Gespenstern und Schleim, der die Stadt verschlingt, zu retten. Robert Abel von The Rap meint, diese neuen Ghostbusters A-Team ist frech und witzig. Ja, und dann habt ihr noch hier noch einen Code drin für Virtual Reality. Den kann man dann einlösen. Und dann haben wir hier noch ganz viele Extras vollgepackt mit noch mehr Lachern und spaßigen Schrecken. Kino und erweiterte Version des Films. Ich habe mal die erweiterte Version des Films geguckt, angeschaut. Zwei Kommentare der Filmemacher, über 15 Minuten umwerfen witzige Outtakes. 30 Minuten zum Brüllen, komische alternative 10, 4 entfallene 10, Zeit für Schleim, hinter den Kulissen, Featurette, Bonus-Disc in Hell, 30 erweiterte und alternative 10, mehr alternative Klappen, übernatürliche Features und Fotogalerie. Klar gibt es den dann in Deutsch, Englisch, Untertitel gibt es sogar in Türkisch, ja, ganz viele Untertitel auf dem Bonus, auf der Bonus-Disc. Und es ist natürlich ein Ultraviolett-Code drin, könnt ihr dann auf den ganzen portablen Geräten nutzen. Ja, also wir machen die mal auf. Ich mach das mal hier ab hier. Das hier mal ab. So, dann haben wir hier von hinten, das ist die hintere Seite. Man sieht jetzt hier das andere Zeichen, auch ganz schlicht eigentlich gemacht. Das soll von einer Jeans, soll das ein Patch sein. Könnt ihr das so sehen? Und ja, machen wir die mal auf hier. Man sieht das mal von hinten hier auch nochmal. Und von innen sieht sie halt so aus. Also ziemlich stabil. Ja, halt dieser Code. Den könnt ihr dann einlösen. Dann könnt ihr dann einen schönen Slimer fangen mit dem Handy. Und dann der Ghostbusters Digital Violett Code.
So. Dann halt hier die Disc. Die sind auch schön gemacht. Da ist doch hier der Slimer drauf. Ja, wie man so sehen kann hier. Dann die Bonus-Disc. Hier ist auch nur Slimer drauf. Ups, jetzt habe ich die hier fast weggeschmissen. Sollte man ja nicht machen. So, da ist auch Slimer drauf. Oh, und dann sieht man das eigentlich coole Artwork in der Hölle. Kann man das so sehen hier? Ja. Ist ein Spiegel mit meiner neuen Lampe. Muss man nächstes Mal anders regeln. Auf jeden Fall sieht man hier, wie sie den ersten Geister fangen wollen. Mit ihren Protonenstrahlen hier. Cooles Artwork. Ziemlich schlicht die Steelbook, aber mir hat sie auf jeden Fall richtig gut gefallen. Und deswegen musste ich sie mir auch kaufen. Ich würde sie auf jeden Fall klar empfehlen. Also man kann da nichts falsch machen. Den Film kann ich auch empfehlen. Ja, wenn euch das gefallen hat, dann lasst mir einfach einen Daumen da. Oder abonniert mich, weil es werden noch ein paar Filmvorstellungen wieder kommen in nächster Zeit. Also würde ich sagen, bis dann. Ciao.